Schmelzmargarine. Kommt da rein. Was ist das? Ei! Genau. Dann brauchen wir noch etwas dazu. Mehl. Was brauchen wir noch zum Plätzchen? Zucker. Und? Was ist das? Vanille. Backpulver, Vanillezucker. Vanillezucker. Richtig. Dann haben wir noch Orangat, Zitronat, Mandeln, Schokolade, Rosinen und Korinthen. So, jetzt geht's los. Es wird ein bisschen laut, aber das gehört dazu. Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Das sind 175 Gramm Schmelzmargarine, ein Ei. Jetzt kommt 150 Gramm Zucker dazu, mit einer Prise Salz drin und der Vanillezucker. Aufräumen!
Wie man natürlich auch ohne viel Teig backen kann. Man nehme einen kleinen Stern, eine Waffel, rührt Puderzucker mit Wasser an und dann verbindet man das miteinander und klebt oben eine Mandel drauf. Wer weiß denn, was das hier sein soll? Genau. Das sind drei Pfeffernüsse. Die werden auch mit Puderzucker zusammengeklebt. Was ist das hier oben? Was soll das sein? Dominostein! Jawohl! Was soll es eigentlich sein? Was hat ein Schneemann auf? Richtig! Viel schöne Sache. Das könnt ihr nachher zu Hause mit euren Geschwistern oder mit Oma und Opa fahren, die Mutti natürlich nachbacken. So, wir sind ja nun ganz schnell. Ich glaube, unsere Backzeit ist rum. Und nun gucken wir mal, ob das gelungen ist, was wir jetzt hier gebacken haben. Bitte Topflappen nehmen, es ist nämlich heiß. Oh, genau. Und so sieht nachher unser Markstolz im Topf aus. Ich habe vergessen. Eine Zauberei. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir richtig gebacken haben. Ob der Ofen die berühmte Temperatur auch hatte. Ja? Wir haben improvisiert. Sieht aus wie ein Pilz. Schön, ja? Wir sind ja im Fernsehen. Hände waschen und mit Topflappen. Sonst schimpfen die Köche immer. Ja. Der ist doch gut geworden. Der ist sehr gut geworden. Seht mal, und so soll das nachher aussehen. Was hat man eigentlich noch alles für Gewürze drin? Weiß das jemand noch? Schokolade! Du hast aufgepasst. Rosinen. Was noch? Mandeln. Rosinen. Genau. Rosinen. Rosinen. Die ganze Zeit rum. Den haben wir doch getrunken. Das haben wir doch getrunken. Ich mag kein Wasser. Du weißt, wie ich weiß, ich habe einen Schlammerwasser getrunken. Dann müssen wir rum, ich muss mal putzen. So, dann dürft ihr alle mal probieren. Warum wird das nicht probieren? Er sagt, wenn man rum ist, ist hier ein Problem. Ja? Ich möchte auch ein Stück. Ja, natürlich. Ich möchte auch ein Stück. Ja, ganz lecker. Was ist das? Ja, Schüler, ja, Mama. Nein, ich habe nicht.